Was ist denn hier los? Nicht etwa der mit dem symbolischen Defibrillator, der totgeglaubte Rubriken wiederbelebt? Oder trat nun tatsächlich der Fall ein, dass ich um 4 Uhr nachts kerzengerade auf meiner Matratze sitze und sage, oh Kinder, jetzt ein Vorschau-Video. Nein, keiner der Theorien ist der Fall, sondern der Spieleherbst. Und folgenden Satz habe ich sogar ein klein wenig vermisst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Vorschau auf November. Mit folgenden Spielen. The Elder Scrolls 5, Skyrim, Call of Duty Modern Warfare 3 und ich trau mich ehrlich gesagt nicht last but not least zu sagen, aber Uncharted 3. In Uncharted 3 spielen wir ne... Hallo, ist denn das so schwer, Indiana Jones von Nathan Drake zu unterscheiden? Nathan Drake hat eine Waffe und Indiana Jones eine Peitsche. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, schon viel besser. Also dann, weiter im Text. In Uncharted 3 spielen wir eben nicht Indiana Jones, sondern sowas wie die Videospiel-Wiedergeburt. Gemeint ist Nathan Drake. Aber nun fangen wir erstmal bei der Story an. Ihr wacht in ein Flugzeug auf, das vermutlich abgeschossen wurde. Es brennt und steckt mit dem Cockpit im Sand. Der Pilot ist tot und ihr befreit euch erstmal aus dem Flugzeug. Frischluft schnuppernd seht ihr, dass ihr hier nicht etwa am Sandstrand von Miami gelandet seid, sondern irgendwo in der libyschen Wüste. Nathan Drake ist aus den Vorgängern bekannt und man weiß, so eine Wüste schockt ihn nicht. Schließlich hat er auch in Teil 1 und 2 durch den dichten Dschungel gekämpft und die eisigen Pfade des Himalaya beschritten. Nathan Drake ist auf der Suche nach der verlorenen Stadt Iram, um die sich einige Mythen ranken. Im Spielverlauf lernt ihr den einen oder anderen Charakter kennen, wie zum Beispiel Sully, der sich zu Nathan Drakes besten Freund und Mentor entwickelt. Uncharted 3 bietet die unterschiedlichsten Settings, denn von Wüste über Südfrankreich nach Los Angeles ist doch schon ganz ordentlich. Die Settings sind jedes Mal von hohem Detailgrad und durchaus glaubwürdig. Nicht nur dadurch und durch die Soundtracks wird die Atmosphäre super ausgemacht, sondern auch durch die phänomenale Technik, die einen der größten Pluspunkte an Uncharted 3 darstellt. Selten sieht man so echt wirkendes Feuer, unterstrichen durch astreine Licht- und Spiegeleffekte, und die Mimik ist auch nicht von schlechten Eltern. Zwar hat man in diesem Punkt in L.A. Noire Besseres gesehen, jedoch muss das ja nicht getoppt werden. Das Ganze noch mit hervorragender Auflösung und Texturen sieht einfach geil aus. Nun nach langer Rede ein Fazit. Uncharted 3 ist nicht zuletzt wegen der Grafik erstklassig inszeniert. Naughty Dog hält super die Balance zwischen Baller-Action und Kletterakrobatik. Die Multiplayer-Maps sehen detailreich und sehr glaubwürdig aus. Bleibt noch die Frage, wie Geschichte und Charaktere umgesetzt sind, denn unter anderem dadurch zeichneten sich die Vorgänge aus. Ob auch der dritte Teil glänzen kann, ist fraglich. Dennoch gebe ich für Uncharted 3 den Daumen hoch. Wenn dieses Video nicht wie üblich zu spät erscheint, erscheint Uncharted 3 genau heute, am 1.11.11. Zumindest in den USA. Ach du liebe Güte, meine Beiträge waren aber auch schon mal kürzer. Ob das nicht schon langweilig ist? Naja, hier kommt Call of Duty Modern Warfare 3. Eigentlich ist es sowas von egal, wie die Bewertungen für COD MW3 ausfallen, da das Spiel ohnehin wieder alle Verkaufsrekorde brechen wird. Dennoch verdient dieses Spiel ein objektives Preview. Grafisch ist das Spiel zwar eher altbacken, da immer noch nicht auf eine neue Engine umgestiegen wurde, jedoch ist durchaus der höhere Detailgrad in zum Beispiel der Pariser Innenstadt auffällig. Die Umgebung bleibt zwar immer noch wie unversehrt, da könnt ihr noch so oft mit einem Raketenwerfer auf die Hauswand schießen, die Wand bleibt standhaft, im Gegensatz zu den Gegnern, die zugegebenermaßen ein Ticken klüger agieren. So versuchen sie euch in die Zange zu nehmen, sprich ins Kreuzfeuer zu drängen. Zwar gibt es keine schöne Grafik, dafür aber eine mit 60 Frames per Second äußerst stabile Framerate. Das ist bei Battlefield 3 genau umgekehrt. Dabei wird euch eine Jahrhundertgrafik präsentiert, jedoch auf den Konsolen nur 30 FPS, was aber immer noch und auch für einen Shooter gut spielbar ist. Der PC sei von diesem Problem komplett außen vor, denn der ist ja technikabhängig. Die Kampagne ist in COD gewohnt kurz und lässt sich an einem gemütlichen Wochenende durchzocken.
Der einzige Grund für dieses Spiel runde 60-70 Euro hinzulegen ist wie immer der Multiplayer. Hier hat sich nicht viel geändert und so auch bist ihr auch erfolgreich. Also dann das Fazit. Naja, was soll man sagen? Es ist halt einfach COD, wie es leibt und lebt. Eine altbackene Grafik, die Actionschraube wird mit jedem Teil etwas fester angezogen und was zählt, ist letztendlich der Multiplayer. Aber so altbacken die Grafik auch sein mag, die Fans kaufen es trotzdem. Und es gibt verdammt nochmal viele Fans. Ich werde jetzt definitiv nicht darauf eingehen, was nun besser ist, Call of Duty oder Battlefield. Denn letztendlich soll man spielen, was einem Spaß macht. Wer drauf aus ist, eine Tür einzutreten und mit einer MP reinzusprayen, zockt COD. Und wer lieber ordentlich zielt, taktisch und mit Teamplay spielt, der zockt Battlefield. Und Punkt. Rollenspiel. Endlich mal was Gemütliches nach dem ganzen Action-Theater hier. Hier kommt Skyrim. Wie schon in den Vorgängern Morrowind und Oblivion beginnt man das Spiel als Gefangener und wieder kommt man in die Freiheit. Und was für eine Freiheit! Die Elder Scrolls bleibt auch in Skyrim wieder mal seiner Linie treu und überlässt euch ein Areal, das den Namen episch mehr als verdient hat. Was ihr auch in Skyrim seht, nichts ist Kulisse. Der Berggipfel da am Horizont, da willst du drauf? Kein Problem, schnappt dem Pferd und ab geht die Post. Ein wahrer Traum für Entdeckerfreunde. Unzählige Dungeons mit unzähligen Gegenständen, die sich abermals kombinieren lassen. Ja, das zeigt die Größe von Skyrim. Nun ja, Oblivion war eher eine Enttäuschung. Auch wenn manch einer das Spiel als gut bewertet, in meinen Augen war es eine Enttäuschung. Das lag vor allem an der schlechten Belebung der Städte. Es wirkte einfach unglaubwürdig. Auf der Gamescom sahen wir eine Präsentation, wo uns deutlich wurde, dass genau daran gefeilt wurde. Die NPCs haben einen eigenen Tagesablauf und wirken auch so. Wir können zum Beispiel zu einem Schmied gehen, der zufällig Arbeit für uns hat, oder doch lieber das nächste Dungeon erkunden und uns damit unser Geld zusammensuchen. Unter der Oberfläche von Skyrim, wie die Welt auch heißt, herrscht eine bedrückende, dunkle Atmosphäre, die mit einem passenden Soundtrack unterstützt wird. Auch die Tiere bzw. Wesen in Skyrim haben ihre eigenständigen Tagesabläufe und handeln quasi freischnauze. Nur weil uns dieser Drache gerade vor dem sicheren Tod gerettet hat, heißt es nicht, dass er uns nicht anschließend grillt. Aber wir sind ja hartgesotten und töten das Monstrum. Und schließlich lohnt es sich ja auch. Den Drachen stellen einen Dreh- und Angelpunkt in Skyrim dar. Absorbieren wir seine Seele, erhalten wir, sofern wir mehrere Seelen kombinieren, eine mächtige Fähigkeit. Im Kampf, der durch die Ego-Perspektive sehr glaubwürdig wirkt, ist es wichtig, sein Köpfchen zu benutzen. Wenn wir zum Beispiel einen feuerelementaren Gegner bekämpfen, bringt es nichts, ihn 10-mal in Brand zu setzen, sondern man sollte eher einen Eiszauber anwenden. Die Grafik ist nicht gerade das Spiele-Highlight, aber definitiv auch kein Negativpunkt. Viva la Fazit! Skyrim ist, wie man es von Bethesda gewohnt ist, so tiefgründig und groß wie sonst kein anderes Spiel. Ich hoffe nur, dass dieses Spiel einen nicht in diese riesengroße Welt setzt, vermutlich sogar noch ohne Karte und sagt, na dann fang mal an. Das werden manche zwar lieben, andere jedoch könnte das abschrecken, denn wer gerade sein Seepferdchen gemacht hat, geht auch nicht direkt im Atlantik baden. Dennoch, wenn das Spiel so weitergeht wie die Präsentation auf der Gamescom, bin ich da mehr als zuversichtlich. Also wissen alle Rollenspielfans, was sie am 11.11.11 machen. Das nenne ich mal Off-Text. Nun ja, ich hoffe, ihr freut euch über diese Ausgabe Vorschau, aber bitte, bitte rechnet jetzt nicht sofort mit einer Ausgabe für Dezember. Ob und wie und wann diese Rubrik fortgesetzt wird, werdet ihr durch ein Bulletin erfahren. Bis dahin, ein Support jeder Form, sei es ein Abo, ein Like auf Facebook oder ein Daumen hoch, freut uns. Kritik ist wie immer herzlich willkommen. Over and out!